Oh Mann, also mir ist heute echt ganz schön kalt. Und wir reden ständig davon, dass es den Klimawandel gibt und dass es global immer wärmer wird. Also jetzt im Winter kommt mir das ehrlich gesagt manchmal überhaupt nicht so vor. Jetzt aber schon mal vorweg. Also, dass mir jetzt heute so kalt ist, das liegt natürlich nicht am Klima, das liegt am Wetter. Zwischen Wetter und Klima gibt es ja auch riesengroße Unterschiede. Aber wo genau liegen die eigentlich? Naja, das klären wir heute und zwar mit einem Experten für Wetter und Klima, nämlich mit Sven Plöger. Sven Plöger ist jetzt nicht irgendein Experte. Er ist Wettermoderator im Ersten, er ist Journalist, Buchautor, hat jetzt bei YouTube seine eigene Miniserie über den Klimawandel und vor allem, er ist Diplom-Meteorologe. Ja, hi Sven, gut, dass wir uns also heute hier im Warmen jetzt treffen. Ich habe jetzt vorhin über die globale Erwärmung gesprochen. Da sind wir jetzt an einem entscheidenden Punkt, nämlich an einem Punkt, an dem Dinge gerne mal durcheinander geworfen werden. Und zwar Wetter und Klima. Kannst du uns da erklären, was genau der Unterschied zwischen Wetter und Klima ist? Ja, hi Viktor. Der Unterschied zwischen Wetter und Klima, das ist wirklich ein Kernpunkt. Wetter ist das tägliche Geschehen. Mit all seiner Wechselhaftigkeit, Wetter ist fühlbar. Wir spüren das. Wenn es kalt ist, frieren wir. Wenn es heiß ist, transpirieren wir. Wenn es stürmt, zerzaust es die Frisur. Das heißt, das ist alles spürbar. Und Klima ist schlicht und einfach die Statistik des Wetters. Das heißt, wir gucken über einen langen Zeitraum und gucken den Trend an. Wie bewegt sich das? Wir gucken immer 30 Jahre an. 30 Jahre liefern genug Daten, um eine Trendaussage zu machen. 2 Jahre ist zu wenig. Man kann auch 1 Million Jahre nehmen. Also wenn du dir jetzt vorstellst, man nimmt nur 1 Jahr, dann habe ich einfach keine Klimaaussage, sondern dann gewinne ich eine Aussage über das Wetter, über die Witterungsverläufe dieses 1 Jahres. Kann aber natürlich keine Trendaussage gewinnen. Warum ist es denn überhaupt so wichtig, dass wir da den Unterschied erkennen zwischen Wetter und Klima? Also ich meine, für mich als Mensch im alltäglichen Leben, mir ist es jetzt egal, ob jetzt das Wetter oder das Klima wärmer oder kälter wird. Vielleicht ist mir da das Wetter noch wichtiger als das Klima. Es ist definitiv so, dass wir durch das Wettergeschehen einfach die tägliche Variabilität erleben. Wenn ich Urlaub machen will, ist es mir vielfach angenehm, wenn das in der Wärme geschieht. Aber das ist das tägliche Geschehen. Und wenn wir eine Aussage machen wollen über eine Entwicklung, und darum geht es ja in der Klimadiskussion. Wir wollen ja eine Vorhersage machen, wo bewegt sich die menschliche Gesellschaft auf diesem Planeten mit ihrer Umgebung, Lufthülle hin. Und dann brauche ich eine Trendaussage. Und letztendlich ist es so, dass durch einen Klimatrend zur Erwärmung nicht einfach nur die Mitteltemperatur oder irgendwelche Extremwerte sich verändern, sondern die ganzen Wetterregimes. Das heißt, mit diesem Prozess der Klimaänderung erleben wir eine Änderung unseres Wetters. Wir haben das im Grunde ja zentral erlebt seit 2018, die große Dürre in Deutschland, dann die Hitze 2019, auch dieses Jahr ungewöhnlich, häufig trocken. Ich habe gerade gestern für eine Wettersendung mal nachgerechnet. Seit 1. Januar 2018 bis Ende November 2019, das sind 35 Monate, waren 24 in Deutschland flächendeckend zu trocken und nur 11 leicht zu nass. Und das können wir wirklich sehen, wenn wir Klima betrachten. Es gibt ja aber nach wie vor Leute, die das verwechseln. Vielleicht auch nicht ganz unabsichtlich. Also steckt da nicht manchmal auch ein gewisses Interesse dahinter, wenn Menschen öffentlich Wetter und Klima gleichsetzen zum Beispiel? Ja, ganz selbstverständlich. Also es ist ja, man muss ja einfach sehen, dieses Klimathema ist das große gesellschaftspolitische Thema. Und wenn wir das anerkennen, dass da sich etwas verändert und dass wir beteiligt sind, dann führt das ja automatisch zu der Fragestellung, was machen wir jetzt? Und in dem Moment, wo man was verändern muss, ändern sich für ganz viele verschiedene Gruppen die Dinge. Und das ist natürlich auch im Monetären zu sehen. Eigeninteresse steckt da mit drin und deswegen ist es auch dann ganz schwierig. Warum gelingt es manchmal nicht, mit einfacher, vernünftiger, sachlicher, wissenschaftlicher Argumentation Leute zu überzeugen? Schlicht und einfach deswegen, weil die Leute an der Stelle auch gar nicht überzeugt werden wollen. Sie haben eine ganz andere Agenda. Das muss man einsehen. Und wann war dann der Moment für dich, an dem du gemerkt hast, okay, es gibt jetzt nicht nur Wetter, sondern es gibt auch dieses riesige Thema Klima? Gab es da so einen entscheidenden Punkt oder war das eher so ein fließendes, dass du gemerkt hast, naja, von Wetter zu Klima ist der Sprung jetzt nicht so weit? Das war eigentlich so ein Doppelvorgang. Also der theoretische Vorgang, mich damit zu beschäftigen, wurde tatsächlich im Studium gelegt. Also weil ich da einfach immer mehr drüber erfuhr,
und versuchte das auch zu verstehen, einzuordnen. Ich merkte dann auch genau, was wir jetzt besprechen, den Unterschied von Wetter und Klima. Man muss da reinwachsen. Das war der theoretische Punkt. Und dann gab es, und das ist natürlich wie fast immer bei Menschen wichtiger oder näher dran, das ist der emotionale Punkt. Und das war eben dieser Sturm Lothar 1999, zweiter Weihnachtstag 99. Ich war ja schon dabei, auch in der ARD Wetterberichte zu machen. Ich war da auch tatsächlich dran an dem Tag. Und das war schon sehr aufregend. Plötzlich kam dieses Feeling. Und dann kam, das war für mich völlig beeindruckend, diese Luftdrucktendenz. Also wenn man das jetzt erzählt, denkt jemand, ach, das ist aber eher langweilig. Aber es gibt so etwas, wenn in 3 Stunden der Luftdruck um 3, 4, 5, vielleicht 6 Hektopascal fällt, dann weiß man, oh, da kommt aber was. An dem Tag über Frankreich ging es 20 runter. Ich habe sowas noch nie gesehen. Ich habe diese Daten auch noch nie gesehen. Ich habe das Barometer nachher angeguckt. Da kannst du ja davor stehen und kannst sehen, wie der Druck sinkt. Was ist das für ein Tief? Und dann siehst du die Satellitenbilder und denkst, was ist das? Das ist ja wie in so einem Hollywood-Film so ein Apokalypse-Ding. Und in dem Moment wurde ich natürlich sehr emotional und dann kam genau diese Windböe mit genau 179 Kilometer pro Stunde. Ich konnte mich nicht mehr halten. Ich war gezwungen, mich irgendwo dran festzuhalten. Es war eine Dramatik. Ein Drittel des Waldes, der dort, seit ich da war, gestanden hat, ist praktisch umgefallen mit lautem Krachen und Knacksen. Das war unglaublich emotional. Und dieser Moment hat mich dann wirklich zu diesem Gedanken gebracht, ja, also wenn der Klimawandel das zur Folge hat, und wir praktisch durch unser Handeln dann Täter und Opfer zugleich werden. Ja, da musst du dich wirklich damit beschäftigen. Und dann wurde das immer mehr, immer intensiver. Und dann war ich in einer Fernsehsendung, wenn ich den Satz noch dazu sagen darf, das war nämlich ganz interessant. Da äußerte ich mich dann über das Thema, aber ich hatte mich damals noch gar nicht in diese früher genannte Klimaskeptiker-Szene, ich sage heute nicht mehr Klimaskeptiker, ich sage Klimaforschungsleugner. Und dann bin ich plötzlich in deren Fänge geraten und habe überhaupt erstmal bemerkt, was das für eine absurde Diskussion ist, die da stattfindet, habe mich aber auch in deren Themen eingelesen, sodass ich dann irgendwann gelernt habe, wie muss man da auch argumentieren oder wie kann man argumentieren. Es war dann hochspannend und so wurde das Thema für mich immer wichtiger. Also wenn du jetzt mir, sagen wir mal, heute Abend im Wetter sagst, morgen wird es 4 Grad wärmer in Frankfurt, dann freue ich mich, weil dann brauche ich morgen keinen Schal. Wenn du mir jetzt aber sagst, 2100 wird die Durchschnittstemperatur um 4 Grad steigen, dann hat das ja ganz andere Auswirkungen. Magst du das mal erläutern? Warum diese 4 Grad morgen und die 4 Grad in 100 Jahren ganz unterschiedlich, wie 4 Grad eigentlich sind? Das ist wieder genau dieser Punkt Wetter und Klima, nicht? Beim einen hat das eine ganz andere Bedeutung. Ob es morgens 13 oder 17 Grad sind, hey, da wirst du sagen, genau wie du schon gemacht hast, boah, da ist doch 17 besser. Wenn es aber um eine globale Mitteltemperatur geht, dann sind 4 Grad eine unglaubliche Masse. Und weil das unheimlich schlecht den Leuten einfach so zu überbringen ist, weil wenn man jetzt ganz extreme Szenarien darstellt, sagt mein Gegenüber möglicherweise, naja gut, vielleicht stimmt das auch nicht, sage ich immer, guckt einfach zurück, weil das ist schon gewesen und da weiß man, was war. Und wenn ich in die Vergangenheit gucke, nämlich zum Ende der letzten Eiszeit, das ist immer mein Beispiel, was ich da gerne anführe, vor 11.000 Jahren ist die zu Ende gegangen und da war die Welt eine 4 Grad kältere. Das heißt, wir sprechen genau über diese Größenordnung 4 und eine 4 Grad kältere Welt hat mit der heutigen nichts zu tun. Eine 4 Grad kältere Welt hat so ausgesehen, dass es zum Beispiel die Alpen gar nicht gab. Also die Alpen gab es, aber alle Täler waren voller Eis. Das war wie so ein großer Eiskugelhupf. Berlin, 500 Meter unter Eis. Das ist eine ganz andere Welt, als wir sie heute kennen, versteht jeder. Skandinavien, 2, 3 Kilometer unter Eis. Boston, New York, solche Städte, 1,5 Kilometer unter Eis. 30% des Wassers auf diesem Planeten waren eben Eis wegen dieser Kälte. Das heißt, eine 4 Grad kältere Welt hat nichts mit der heutigen zu tun. Und wenn es 4 Grad wärmer wird, ja, dann ist ja logisch, dass das auch eine ganz andere Welt ist als die heutige. Das müssen wir uns immer klar machen. Und noch ein zweiter Punkt. Dieser Planet hat jetzt 11.000 Jahre gebraucht, um von dem Eiszeitklima zum heutigen zu gelangen. Deswegen sage ich zu Recht, über eine Erwärmung von 3 bis möglicherweise 4 Grad, wenn wir keinen Klimaschutz betreiben, bis zum Ende des Jahrhunderts. Da geht es um 100 Jahre. Also das ist ja für die Erdgeschichte nicht mal ein Augenzucken. Für uns ist das lang, aber für die Erdgeschichte ist das nicht, also wirklich nichts. Und 11.000 versus 100, das ist ja, wenn man es durcheinander rechnet, Faktor 110. Also wir beschleunigen das Ganze dramatisch und dann müssen Fauna, Flora und wir dieser dramatischen Änderung folgen. Und das ist eben nur zum Teil möglich.
Das führt dann eben auch zu diesen ganzen unfairen Ausprägungen auf dieser Welt, auch für die menschliche Gesellschaft, je nachdem, in welchem Land ich zufällig gerade geboren bin. Wie würde das denn aussehen, wenn wir da tatsächlich zu diesen 4 Grad kommen? Naja, das Erste ist natürlich, dass alles, was wir jetzt schon erleben an Veränderungen in Sachen Extremwetter, viel häufiger passiert. Das heißt, weil sich das Eis der Arktis weiter zurückzieht, werden unsere Hochs und Tiefs immer langsamer, bleiben oft stehen. Das führt zu Dürren und Hitzen. Es gibt neueste Studien, die jetzt zeigen, wenn wir eine 3 bis 4 Grad starke Erwärmung bis Ende des Jahrhunderts global haben, dann bedeutet das für Mitteleuropa, dass 10-jährige Dürren absolut normal werden. Und dann haben wir das Problem, wie passen wir uns daran an? Und das wird nicht nur gehen, indem wir viel Geld in die Hand nehmen, denn irgendwann mal ist diese Möglichkeit erschöpft, wenn wir alles oder sehr vieles von dem, was um uns herum ist, zerstören. Aber deswegen ist mir auch immer so wichtig, nicht zu viel Apokalypse zu zeigen, sondern den Leuten eher zu zeigen, wo sind die Möglichkeiten, wo können wir anpacken, um die Situation zu verbessern. Weil sonst neigt man irgendwann dazu, boah, das schaffen wir eh alles nicht. Diese Dramatik, wie sollen wir das bewältigen? Und dann geben manche auf. Und das ist das, was glaube ich, nicht hilft. Was denkst du, wenn du so auf die nächsten 10 Jahre schaust, wie dann deine Wettermoderationen dann aussehen werden? Ich hoffe, es gibt dann noch Wetter im Fernsehen. Ich glaube, dass ich mich natürlich öfter mit Klimathemen beschäftigen werde. Trotzdem wird es so bleiben, dass ein Wetterbericht ist. Also die Menschen wollen wissen, wie ist am nächsten Tag das Wetter. Und das wird das Dominante sein. Ich werde öfter Extremwetter erzählen. Und ich selbst werde sicher diesem Thema Klimawandel treu bleiben, weil es mir einfach wahnsinnig wichtig ist. Ja, dann vielen Dank dir auf jeden Fall für diese Meteorologie-Nachhilfestunde. Eine letzte Frage habe ich tatsächlich noch. Yes. Auch wenn ich sie eigentlich nicht stellen darf, weil du sie mir wahrscheinlich nicht beantworten kannst, aber wie wird das Wetter 2021? Wechselnd bewölkt mit einzelnen Schauern, kurzen Aufhellungen bei minus 16 bis plus 38 Grad, dazu schwacher bis mäßiger in Böen, starker bis stürmischer Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Damit kann ich morgens was anfangen, ja, wenn ich mich für den Schal oder gegen den Schal entscheiden muss. Genau, du bist jetzt komplett vorbereitet, du weißt es jetzt einfach genau. Einfach alles anziehen und alles auslassen. Sehr schön, vielen Dank dir. Ja, dir auch. Es ist also ganz klar, Wetter ist nicht gleich Klima. Auf der anderen Seite hängen Wetter und Klima auch einfach wahnsinnig eng miteinander zusammen. Und wenn Wetter und Klima verwechselt werden, dann passiert das manchmal aus Versehen, aber manchmal eben auch ganz bewusst. Zum Beispiel, wenn jemand wieder die Existenz des Klimawandels bestreiten will. Wie ist es denn aber eigentlich bei euch? Ist euch schon mal dieses Argument begegnet, naja, das ist doch eh alles bloß Wetter? Wie habt ihr dann da reagiert? Schreibt es doch gerne unten in die Kommentare. Wenn ihr das nächste Mal sowas hört, dann könnt ihr auf jeden Fall auch dieses Video hier teilen. Und hier neben mir findet ihr jetzt noch 2 weitere Videos von uns. Danke euch fürs Zuschauen und bis nächste Woche.